Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Play the Damage im Hut. Ich begrüße euch zu einer Lesson von Mr. Props Waves. Das ist gerade zurzeit bei uns aktuell Nummer 1. Und ja, in dem Lied haben wir eigentlich einen coolen Gitarrenpart, den wir die ganze Zeit hören. Es gibt eigentlich gar nichts anderes in diesem Lied, außer halt diese Gitarrenform. Ich zeige euch das jetzt mal. Es ist einfach, aber wir müssen schon ein bisschen komisch greifen. Also da werdet ihr schon ein bisschen noch dran zu tun haben. Finde ich aber sehr, sehr cool. So ein Lied, einfach mal ganz locker so eine Melodie, gar nicht groß irgendwie Strukturen merken, sondern einfach nur cool dann runterspielen. Und jeder sagt, hey, das ist doch Waves, ne? Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei Facebook vorbeikommt. Da könnt ihr mich adden, da könnt ihr mir dann Fragen stellen, Liedwünsche auch. Das Lied wurde übrigens auch ein paar Mal gewünscht. Und deswegen habe ich mir das überhaupt erstmal angeguckt. Und ja, da bleibt ihr natürlich auch immer auf dem Laufenden. Wir gehen jetzt mal direkt rein in die Tabs und die Noten. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, normalerweise, wenn die Leute die Noten, die Tabs und die Akkordübersichten haben, kostet das ein ganz kleines bisschen was. Jetzt, wenn ihr dieses Video bei Facebook oder auch bei YouTube teilt, dann könnt ihr die Tabs zu diesem Lied von mir umsonst bekommen. Deswegen schreibt mich da einfach an, beziehungsweise bei Facebook schreibt mich einfach an, dass ihr das geteilt habt und dann bekommt ihr dann die Noten kostenlos. Ja, wir gehen jetzt direkt rein in die Noten. So, also, das erste von diesem Lied ist eigentlich mal zu sagen, wir sind, also ich habe sehr, sehr viele Internet-Tabs und Noten auch mir durchgeschaut, auch Videos, und oftmals wird es falsch erklärt. Da gibt es so Sachen, da denke ich mir, mein Gott, was ist denn da los? So schwer ist es doch gar nicht. Hier bekommt ihr natürlich dann wieder mal die richtigen Noten gezeigt. Also wir haben die ganze Zeit Picking-Noten, ja, wir müssen mit rechts, müssen wir zupfen. Wir gehen dafür in den achten Bund auf die A-Seite. Hört jetzt schon, einmal mein Mikro ein bisschen rumdrehen. So, 8 auf der A-Seite, da haben wir ein F, ein F. Und das F wird jetzt kombiniert, das ist eigentlich dann ein F-Moll. Wenn wir jetzt dann so spielen, also die 8, spiele ich dann hier mit dem Daumen. Daumen machen. Daumen, lala. So, jetzt gehen wir auf den 10. Bund mit dem Ringfinger. Könnt ihr das ruhig mit dem Zeigefinger spielen. Ja, 10. Bund D-Seite. Mit dem Ringfinger. Und jetzt gehen wir mit dem Mittelfinger. Könnt ihr hier zum Beispiel auch mit dem Mittelfinger spielen. Ja, dass ihr hier drei Finger benutzt. Und dann geht ihr hier mit dem Mittelfinger in den 9. Bund auf die H-Seite. Da ergibt sich dann das F-Moll. Okay. Dann rutschen wir hoch auf den 6. Bund auf die A-Seite. Und spielen jetzt quasi einen Rockakkord, also 6 auf der A-Seite, jetzt mit dem Ringfinger in die 8, auf die schöne, tolle D-Seite. Und der kleine Finger kommt dann in den Ring, in den 8. Bund auf die G-Seite. Und das spielen wir hier mit dem Mittelfinger, könnt ihr auch mit dem Ringfinger anspielen, wie ihr möchtet. Ja, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Ihr könnt das natürlich jetzt auch alles so mit dem Zeigefinger anspielen oder mit dem Daumen. Das ist eigentlich erstmal egal. So spielen das auf jeden Fall die Profis an mit dem Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Ja, ich mach's nochmal langsam von vorne. Also von der 8 aus. Und dann hoch. Ihr dürft nur nicht so lange Pause machen. Das geht direkt dahinter. 8, 10, 9, 6, 8, 8. Und die 8, diese letzte 8 auf der G-Seite, die halten wir ein bisschen. Ja? Das ist jetzt übrigens ein Diss. Für die Leute, die das interessiert. Ja? Versucht euch hier schön die Finger stehen zu lassen. Ja? Schön Zeigefinger, Ringfinger und kleiner Finger. Okay, machen wir es nochmal von vorne. Ich zähle mal kurz an. 1, 2, 3, 4. Ihr seht, dieses Hochrutschen ist schon ein bisschen schwierig. Wir spielen das jetzt so mal ein paar Mal hintereinander, damit ihr dann mit mir zusammen das einmal spielen könnt. Also 1, 2, 3, 4. Ja, yeah. Sehr schön. Waves, Wellen.
Wow, schönes Lied, ist ganz chillig und so. Wenn ihr übrigens Probleme dabei habt oder so generell beim Gitarre spielen, wenn ihr irgendwelche Detailfragen habt oder einfach einen Lehrer sucht, jemand, der euch regelmäßig betreut, dann könnt ihr gerne bei mir private Lessons buchen, einfach mir eine Nachricht schreiben, dann können wir dann über Video- und Webcam-Unterricht zusammenarbeiten. Das hat schon sehr, sehr vielen geholfen und ich empfehle es wirklich jedem, mit mir da zu arbeiten, weil ich wirklich jedem weiterhelfen kann. Und ihr macht dann immer einen sehr, sehr coolen Sprung nach vorne, wer da mit mir arbeitet. So, jetzt haben wir, das ist jetzt quasi so diese Hälfte von dem Lied. Jetzt gehen wir oben auf ein C. Auch wieder ein C-Moll. Wir spielen genau die gleiche Struktur wie in der 8, spielen wir oben in der 3. Jetzt natürlich jetzt müssen, wir sind hier vorher in der 6, jetzt müssen wir hoch und spielen die 3. Jetzt spielen wir die 5 auf der D-Seite und dann die 4 mit dem Mittelfinger auf der H-Seite. Ja, so. Ihr könnt auch direkt eigentlich solche Molls greifen, wie man das halt so kennt. Könnt ihr, müsst ihr nicht. Und spielt genau das gleiche. Also 3 auf der A, 5 auf der D und H-Seite dann 4. Blim, bla bla blim, mama mim. Und dann gehen wir, genauso wie vorher, gehen wir dann direkt weiter in den nächsten Akkord. Der ist jetzt hier auf der 4, also in dem Cis. Und auch dann wieder Ringfinger auf diese nächste Note, auf der 6. Und dann der kleine Finger auf die 6, auf die G-Seite. Hört sich dann so an, mit dem C dabei. Und hört ihr schon diese coole Melodie aus dem Lied, ja? Und verbunden. Kurz halten, dann oben die 3. 4. Wieder unten. Sehr schön. Wenn ihr das jetzt schon könnt, cool. Das ist das Wichtigste für mich, dass ihr schnell und einfach Gitarre lernen könnt. Ja. Schreibt ruhig mal hier unter das Video, was für Erfahrungen ihr damit macht. Ihr könnt mir generell immer Fragen stellen. Bei Facebook, bei YouTube und so weiter und so fort. Schreibt mich einfach an. Und natürlich könnt ihr das Video dann teilen und liken. Dann kriegt ihr dafür dann hier die Tabs und die Noten umsonst. Die gibt es normalerweise kostenpflichtig. Sehr cooles Lied. Ja, jetzt habe ich im Einspieler ein bisschen noch was verändert. Und zwar habe ich einfach mal die Akkorde noch geschlagen. Ja, ihr könnt dann einfach einen normalen Rockakkord spielen. Ihr könnt hier natürlich das richtig als Moll greifen. Hier, ihr könnt aber auch einfach nur dann reduzieren diese ersten 3 wie in einem Power-Akkord, wie wir das halt dann hier in der 6 und in der 4 gespielt haben. Ihr könnt dann hier aber auch mit dem Mittelfinger agieren. Und dann haben wir hier einfach das F. Ihr könnt auch oben ein tiefes F greifen, hier oben. Aber da müsst ihr halt ein Moll greifen, dann dürft ihr hier oben den Mittelfinger nicht benutzen. Aber ich finde, das ist halt ein bisschen zu tief. Hier unten ist das schön hoch. Und dann spielt ihr den, dann spielt ihr hier ein Diss, das müsste, wenn ihr das dann richtig über die H-Seite spielen wollt, müsst ihr dann hier auch über die H-Seite spielen. Also als Dur meine ich. Also wenn ihr es als Dur spielen wollt, müsst ihr hier über die H-Seite gehen. Ja? So, und dann geht das. Und dann geht ihr hoch auf das C, auch wieder mit Mittelfinger als Moll. Und dann gehen wir in den vierten Bund. Auch wieder hier mit dem Dur, also mit dem sechsten Bund auf der H-Seite. Okay, dann könnt ihr das einfach so spielen. Das war jetzt schon etwas dynamischer, man kann es auch einfach so spielen natürlich. Das war die 7. Übrigens, das mit der 7 hier, das habe ich in anderen Tabs gefunden. Ja, das sollte dann so gespielt werden. Ja, bitte, das hört man doch direkt raus, dass das falsch ist. Wie kann man das denn dann ins Internet stellen und sagen, das ist das Richtige? So wird das Lied gespielt. Also manche denken sich echt sehr kurios. Ich finde, ich habe da eine gewisse Verantwortung, dass ihr das auch ordentlich lernt. Ja, deswegen gibt es bei mir auch immer dann die richtigen Tabs und dann die richtigen Noten. Wie gesagt, wenn ihr das Video hier teilt, anderen Leuten zeigt, halt bei YouTube oder bei Facebook, dann kriegt ihr von mir dann die Originalnoten, beziehungsweise halt die Tabs. Ne? Ja, das wäre jetzt schon von Mr. Props Waves. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Einfach unter das Video stellen.
Empfehlt mich weiter. Und ja, das wäre dann schon das ganze Lied. Yo, Mr. Props in Waves. Oder nein, Waves war das, nicht in Waves. Wie gesagt, Platz 1 bei uns gerade in den Charts. Man kann das ganz cool mit der Gitarre mitspielen. Finde ich auch schön, dass viele Elektrolieder zurzeit Gitarrensounds benutzen. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr konntet das Lied jetzt gut und schnell lernen. Und ja, wenn ihr mögt, dann liked hier das Video. Das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Abonniert mich auf YouTube bzw. bei Facebook einfach liken. Twitter habe ich natürlich auch. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ich mache halt auch solche Frage-Antwort-Videos. Also da habt ihr dann auch die Chance, dass ich dann live eine Frage von euch beantworte. Und ja, ansonsten weiß ich nicht mehr, was ich jetzt sagen soll. Meine Katze ist gerade hier aus dem Zimmer raus. Und ja, wir haben Dienstagmorgen, 9 Uhr, genau gerade Punkt. Und liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Christian von Christians How to Play, der mit dem Hut. Macht's gut, ciao, ciao.